So, einen wunderschönen, herzlich willkommen zurück und ja, ich weiß nicht, ob es jemandem auffällt. Naja doch, man kann es ja an einem Dateinamen ablesen. Ist bereits nächster Tag. Ich hatte gestern Abend auf einmal doch keinen, ne? Hat er dann gesagt, ja okay, kommen noch 5 Aufnahmen. Geh sie erstmal richtig schön kacken und danach hatte ich dann keinen Bock mehr. Keine Ahnung. Deswegen heute die 6. Aufnahme von der Woche und im Anschluss dann gleich die anderen 6 Aufnahmen für nächste Woche. Mach ich heute also gleich den 7 Aufnahmen, easy. Außer ich muss auch wieder kacken, da habe ich dann keinen Bock mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Erstmal die Kaffeekanne wegstellen. Ja, schön frischer Kaffee. Oh. Morgens Aufnahmen machen ist immer das Beste. Das Beste vom Herrn. So. Okidoki. Ja, man merkt auch wieder, früh am Morgen, meine Stimme ist noch ein bisschen sehr. Ich hab doch nicht so viel getrunken. So. Dann wollen wir mal auflegen. Ja. Übrigens, der Fehler. Gebuggt. Nein, gefixt. Der Fehler, der ich mit dem Pointing von den Blöcken, mit diesen Anvisieren der Blöcke. Da wurde endlich auf meinen Bugfix reagiert. Also für euch ist dazwischen dem, dass ich den Fehler gesagt habe und jetzt, ist schon fast eine Woche vergangen wieder, ist jetzt tatsächlich nur 4 Tage vergangen. Aber er wurde halt gefixt. Das heißt, ab der nächsten Version von MindTest kann man ordentlich mit der Kisten hier über die Kanten, so wie es man hier gewohnt ist, ne? 1:1. Es wird immer das anvisiert, was man auch anvisiert. Das funktioniert jetzt auch wieder nach langer, also nach, ne, wenn du mehrere Minuten gespielt hast, dann klappt es auf einmal nicht mehr. Aber jetzt klappt es auch nach mehreren Minuten spielen wieder. Yay, finde ich voll geil und so. Woo, hardcore. Also wie gesagt, in der Dev-Version von MindTest ist es bereits drin in der Bugfix. Habe ich auch schon getestet. Ich habe ja auch die Git-Version bei mir auf dem Rechner. Einfach mal um zu gucken, was da nur für neue Features kommen und so. Und wie gesagt, da ist es jetzt tatsächlich gefixt. Zumindest mit dem rudimentären Test, den ich gemacht habe, war der Fehler nicht mehr zu Dingsabums dann. So, jetzt hier mal zurück zu unserer Tagesordnung. Ich würde gerne mal den ganzen Scheiß, den ich hier im Inventar habe. Nein, ich pack's ein bisschen hier oben rein. Du da rein, du auch da rein. Die Kiste hier ist bedauerlicherweise mittlerweile echt voll. Das macht aber gar nichts. Da kommst du einfach mal raus. Ich pack dich einfach erstmal hier rein. Werde ich mich zwar später wieder drüber aufregen, garantiert. Vor allem, wenn ich es jetzt vergesse, wieder zurückzupacken. Aber ist ein anderes Thema, das ist egal. So, dann du nach da. Warum habe ich einen Apfel in der Tasche? Das macht mal überhaupt keinen Sinn. So. Jetzt habe ich leere Taschen. Jetzt kann ich dich dahin packen, dich dahin packen, dich dahin packen und dann immer Batterien. So. Weil kann man die halt nicht stacken. Das heißt, muss immer jemand. Das ist traurig. So, damit haben wir schon 6 Batterien. Geile Scheiße. Dann kommt jetzt der nächste Schwung. Ich frage mich gerade, warum eigentlich nur 6 Batterien? Ah, nee, doch, so richtig, ja klar. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ist ja alles so, ist so korrekt. Na, halt, schon wieder früher morgen hier. Ich trete schon wieder komplett durch. Ich war gerade irgendwie intern darauf aus, dass wir 20 Batterien bräuchten. Und wenn wir jetzt gerade mal 6 hätten, dann kommen wir niemals im Leben auf 40. Nein, also. Ich war gerade im Kopf darauf, dass wir 40 brauchen. So. Und ja, komme ich aber nie drauf, wenn wir jetzt gerade mal 6 hätten. Aber eben, wir brauchen ja nur 20, nicht 40. Das ist ja. Alles im grünen Bereich.
Ah, das ist ein Gründerreich. Ach komm. Ah, ein Grummgeklicke hier, ey. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. So, zwei Batterien muss ich noch. Achso, halt, da. Eieiei, ist ja hier. Das ist ja schon fast besser als Klicker-Game hier. Ist ja. Klicker-Hero. So, jetzt mal gucken. Nein, 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 nein. Boah, Alter, so. Jetzt brauchen wir Trafo, richtig? Genau, wir brauchen 5 Trafos. Gut, Kohlenstoff ist ja kein Problem. Kein Problem. Aber wir müssen mal dieses gusseiserne Scheiß machen hier. Und da brauchen haben wir sowieso schon eher wenig. Das heißt, wir brauchen 6 Spulen. Nein, was glaube ich? 10 Spulen. Heißt also, wir brauchen alleine für die Spulen 40 mal Eisen. Tja, ich würde mal sagen, wir werden wohl früher später nicht mehr drum herum kommen. Wir werden tatsächlich bald in Eisenmangel kommen und den Eisen suchen müssen. Hätte ich niemals für möglich gehalten, aber ich meine, ihr seht ja selber, ne? Unser Eisen nimmt Stack für Stack ab. In großen Schritten also. So, haben wir noch irgendwo fertigen Eisen geeist? Auf Eis gelegt? achso, siehst du, ich habe ja in die Kiste gepackt. Habe ich da auch wieder Eisenbarren zurückgepackt, bevor ich jetzt hier irgendwie was sinnlos einschmelze. Hier haben wir einen Stahlstack. Ich glaube, ich nehme auch erstmal den. So. Genau. Okay, dann nehme ich erstmal den. Und wir brauchen jetzt 40 mal Kupfer. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viele von diesen Plastikdingern gemacht habe, Alter. Da brauchen wir ja echt ewig und ewig viel. So, bam, bam. Bam. Und jetzt noch, ja komm, so, so, nein. So, 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 alles. Warum nur 10? Ach, wir brauchen jetzt, ah, scheiße. Alter, wir brauchen also echt alle 80. Ach Gott, ey, boah. Ah, nee, doch, ist so richtig. Genau, wir brauchen noch bloß 10. Alles in Ordnung. Wir brauchen gerade mal 10. Ist doch easy. So, jetzt brauchen wir. Was? Genau. Kohlenstoffbarren. Ja, genau. Da muss ich definitiv mit Kohle arbeiten. Mit dem Ligieren. So, und dadurch, dass wir 5 Stück brauchen, und für eine Batterie brauchen wir glaube ich 7 Stück. Ne, 5 Stück, okay, also 25 insgesamt. Das klingt vernünftig. Wieso? Fällt mir jetzt gerade auf. Wieso machen wir eigentlich. Ne, das haut doch gar nicht hin. Wir machen noch bloß 4 Batterien. Ich mache gerade irgendwie intern auf 5 Batterien aus. Alter, was ist mit mir los, ey? Oh. Alter, frühen Morgen denken. Trink erstmal ein Stückchen Kaffee. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Scheißegal. Meine Stimme ist gerade am Abkratzen. Mein Hals ist gerade am Abkratzen. Mir ist alles am Abkratzen. Schon besser. So. Muss ich mal überlegen. Was wollte ich jetzt machen? Eigentlich nur Gusseisen und Stahl, aber wo ist mein Achter hier? Kohlestaub, genau. So, das heißt, wir haben 4, 10. Ja, ja gut, ich mache jetzt trotzdem einfach 10 Trafo, 5 Trafos, weil ich jetzt schon hier, obwohl ich kann doch einfach so da lassen. Okay, das heißt, wir brauchen nur 4 Trafos. Also 4 mal 5. Dementsprechend also 20. So. Und dann wollten wir eigentlich alles haben für die mal für die. Ach nee, diese blauen Kabel. Da brauchen wir 10 Stück davon. So, eigentlich nur 8. So. Genauso wie auch 2 Spulen.
random Kiste. Dann haben wir gleich die Batterien. Oh mein Gott. Das ist ja wie ein Träumchen. Wie ein Albträumchen. Ich bin übrigens auch am Überlegen, ob das Verhältnis zwischen den beiden Anlagen anders machen will. Ich hatte ja gesagt, ne, hier 700 EU gehen nach hier. Das heißt, 20 EU bleiben da. Und ich würde aber mal gucken, wie viel mehr hier die Batterien speichern können und in dem Verhältnis, wie die Batterien ne? Dass ich das quasi ein bisschen alles in Verhältnis setze, dass hier ein bisschen mehr als gerade mal 20 EU übrig bleiben. Mal gucken. Vielleicht mache ich das auch nicht. Erstmal bleibe ich bei 700 vielleicht. Doch, tatsächlich, ja, doch. Macht Sinn. Ja, was jetzt genau hier? Regierung. So, alles. Haben wir 4 Stück. Perfekt. Wieso habe ich jetzt nur 2? Jetzt habe ich auch, willst du mich verarschen? Jetzt habe ich die 2 blauen bei mir gelassen und die anderen wieder weggepackt. Ja, ich fick dich hart. Oh, bam. Kannst du machen, was du willst. So, jetzt brauchen wir das Kabel. Was ist denn das? Hallo, da. Und die Batterien, die haben wir. Sehr schön. Jetzt kommen sie die. Ach nee, wir brauchen schon die schwarzen Batterien. Ne, da sind nur noch 3. Na gut, machen wir jetzt noch ein paar. Nein, was? So, und jetzt die Batterien. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die Batterien. Yay. So, oh Alter. Bin besoffen, auch ein Arzt. Okay. Ich würde mal sagen, die Batterien einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hin. Und die restlichen Dinger füllen wir wieder auf mit dem Monster. So, jetzt gucken wir mal. 40 KEU und die haben... Oh, doch, gerade mal 200 KEU. Also das Fünffache gerade mal. Okay. Nice. So, dann schalte ich mal mein Gerät an. So, jetzt dürfte ich hier volle Leistung haben. Ja, genau. Ich habe noch 20 übrig. Und die Dinger werden aber dafür Stück für Stück jetzt aufgeladen. Ja, schon 1 Kilo EU. Oh, schon 1% Ladung jetzt. Holy shit, das geht aber schnell. So, hier ist nichts mehr drin in den Dingern, weil die werde ich jetzt auf kurz oder lang nicht mehr benutzen. Sondern wird das versuchen, möglichst alles umzustellen, alles hier einmal umzustellen. Okay. Angefangen mit dem Schmelzofen. Ach man, ich bin doch bescheuert jetzt. So. MV-Ofen, genau. Brauchen wir natürlich auch wieder einen Mittelspannungstransformator. Warum braucht ein Ofen? Der hat doch bereits Mittel. Ich glaube, das machen die einfach aus Langeweile. So powered by, ja, alles braucht Trafo, egal ob braucht oder nicht. So, guck mal. MV. Das Ding hier wird ein bisschen dauern, weil wir brauchen erstmal Uran. Aber wir brauchen halt, also ich möchte auf jeden Fall einen Ofen haben. Schleifmaschinen lohnt sich nicht wirklich. Aber halt einen Ofen. Regierungsofen. Oh, vielleicht brauche ich doch einfach mal alles. Einfach mal alles die Reihe weg. So, was gibt denn hier mittlerweile? Charging Stack, Discharging Stack. Ah, okay. Das heißt, hier kannst du wirklich nur manuell reinlegen und rausnehmen. Und die arbeiten doch mit Tubes. Das heißt, hier kannst du auch quasi Rohre anschließen. Deswegen haben die nämlich auch diese komischen schwarzen Punkte. Das haben nämlich nur die MV-Batterien und die HV-Batterien. Das heißt, die besseren Batterien sind quasi auch in der Lage, direkt mit Massenverarbeitung zu arbeiten. Oh, schon 10% Ladung. Es wird ja langsam. Holy moly.
Okidoki. Dann ist unsere erste Anlage fertig. Geilomato. Unsere kleine Drecksanlage halt. Alles betrieben von ein paar Wasserdinger. Ja, yeah, ist ja. Schön, aber es funktioniert. Aber es funktioniert. So, ich würde mal sagen, dann baue ich direkt noch einen Transformator. Die Sachen dafür haben wir ja soweit. Nee, stimmt nicht. Was haben wir denn hier? So. Dann haben wir gleich die Sachen dafür. Und dann baue ich halt einen Ofen und einen Legierungsofen. Oder wie die Dinger da hießen. Keine Ahnung. Dann haben wir halt einmal alles. Also die wichtigsten Sachen. So. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir noch irgendwie Pipes. Hab ich keine. Doch, da. Hey, weil ich irgendwas, was keinen Transformator braucht? Ich brauche ja alles einen Transformator. Lol. Na gut. Dann bauen wir uns also wirklich erstmal nur einen Ofen. Wegen, weil für mehr Sachen haben wir gar nicht die Teile. Edelstahl waren, na, aber ja klar. Edelstahl haben wir nicht. Wir machen wir nochmal Edelstahl. Kohlenstoff und normal Chrom. Chrom haben wir, glaube ich, noch ein. Nein, haben wir nicht. Haben wir nur so viele gemacht, wie wir auch brauchten. Okay. Und was war das? Gusseisen oder Kohlenstoffbahn? Ach, leck mich doch. Also 3. 1, 2, 3. So. Volle Fahrt voraus. So, so. Ich frage mich auch gerade, ob man in dem Ofen tatsächlich die Sachen so, also in den Legierungsofen, ob das hier mit der Reihenfolge fest ist oder ob man die auch vertauschen kann. Nein, die Schleifmaschine hier. Backen. Danke. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Naja, siehst du, jetzt, egal welche Maschine, sobald wir irgendwas machen, geht es sofort direkt auf die Batterien. Einfach weil halt diese restlichen 20 EU, die wir hier übrig haben, einfach für nichts ausreicht. Naja. So, Chrombarren. Das heißt. Dankeschön. Ne, das ist richtig. So und so. Ach ne. Müssen wir ja Eloin? Ja. Einmal schnell legieren das Ganze. Und Batterien. Sehr schön. So. Jetzt Ofen. Brauchen wir noch einen LV-Ofen für? Haben wir da noch einen rumzulegen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hat man nur so viel gemacht, wie wir es damals gebraucht haben. Die haben wir ja extra produziert. Das heißt, den muss ich auch nochmal bauen. Ach, okay, da, ja, dann habe ich mich, das habe ich da mit der verwechselt. Dann, okay. Ja, gut, das war ja natürlich wieder hier. 7? Ja, glaube ich 7. Genau, muss ja sein. So, und jetzt kommt der Hauptofen. Und damit haben wir unser erstes technisches Stück. So, und du kommst einfach mal dahin. Yeah. Hier ist natürlich auch wieder Verbesserungsfächer.
für Verbesserungsfächer eigentlich? Was kann ich denn da reinpacken? Sind das Verbesserungen für den Ofen oder was? Weil ich dachte hier, dass man hier Batterien reinpacken kann und dann die Batterien verbessert werden. Aber wenn es hier auch eine Verbesserung gibt, dann macht das ja gar keinen Sinn. Weil, was soll ein Ofen mit schön verbessern? Gibt es irgendwelche Upgrades oder so ein Scheiß? Ja gut, okay. Vielleicht passt die da rein. Ja. Verbesserungsfächer. Da muss ich mal nochmal gucken, muss ich mich da mal ein bisschen schlau machen, was damit gemeint ist. Das würde mich ja schon hart interessieren. Echt jetzt. Ah gut. Ach komm, wir gucken, da sogar noch eine Lücke. Dann packen wir hier das Kabel rein. Upp, tada. Sehr schön. Gut, dann holen wir jetzt noch ein bisschen hier ist diese Stein, dieses Dornbricks-Bings da uns da. Dann schließen wir die Wand erstmal ab. Dann haben wir es geschafft. Dann ist unsere MV-Anlage MV-mäßig geil. Ja. Ups, was haben wir hier gemacht? Oh, die Kabel müssen noch ein weiter weg. Ja gut, dann muss, ja. Brauche ich nochmal eine Axt? So, habe ich da unten. Dann brauche ich das Kabel leider doch nochmal. Wo ist das? Da. So. Stimmt, ja, es muss ja... oh, Alter. Ups, die Tür brauchen wir auch noch. Ha. Ja, die Kabel hier, die müssen ja eins weiter nach hinten. Weil die kommen ja von den Geräten jeweils von hinten, ne? Aber schön. Yay. So, jetzt. Ich mache erstmal die Blöcke. Bum, bum, bum. Ja. Dann halt. Dann halt so. So, und jetzt können wir mal so. Nee, macht hier gar keinen Sinn. Ach, ich mach's einfach hier wieder. Nein. Da. Ich bin in ein Loch gefallen. Perfekt. So. Und dann kann ich nämlich dagegen die Dinger hier packen. Perfekt. Unsere Anlage ist, soweit wie sie jetzt bestückt ist, fertig. Wie gesagt, später kommen natürlich noch viel mehr Geräte rein. Ne? Das sollte irgendwann genauso aussehen wie hier. Aber jetzt erstmal gibt es halt nur ein Nutzgerät, halt die Batterien und natürlich, wie gesagt, das Überwachungselement. Du bist schon halb geladen. Meine Fresse. Interessant. Ja, ich würde mal sagen, da sind wir mit der MV-Anlage erstmal durch. Und dann wäre unsere nächste Stufe tatsächlich, ja. Gucken, was wir noch so machen könnten, Fragezeichen. Weil eigentlich spricht da nichts dagegen, die Dinger hier zu machen. Ich brauche halt nur erstmal wieder neue Travo. So, für den brauche ich ein Travo und... Ah, okay, man braucht also jeweils immer ein Grundgerät und ein Trafo. Wow. Ah, jetzt verstehe ich auch den Sinn dahinter. Ah, okay. Das heißt, diese Mittelvoltgeräte sind eigentlich gar keine Mittelvoltgeräte, sondern das sind eigentlich LV-Geräte, wo einfach nur nochmal ein Trafo dran hängt, dass die auch bei MV arbeiten können.
ist also quasi eine Betrugsmasche. Es sind gar keine besseren Geräte, sondern einfach nur kompatible Geräte. Ah, oh, interessant, wie wir hier einfach nach Strich und Farbe betrogen werden. Ah, hier auch das. Also überall immer das Grundelement hier, also diese Grundstruktur hier unten ist immer bei allen die gleiche. Und dann kommt oben, also so. Und dann kommt aber oben immer noch halt das eigentliche LV-Gerät dann halt noch drauf. Das ist ja voll kreativ. Ja, gut. Ja, und deswegen auch immer nur noch zwei Typs. Eben, weil die Dinger ja halt immer auch noch die Fähigkeit haben, hier mit, ne? Mit Pipes zu arbeiten. Interessant. Sehr interessant, das Ganze. Na gut. Dann könnten wir eigentlich die ganze Anlage hier abbauen und ein Stück für Stück rüberbauen, indem wir die einfach immer verbessern. Gibt es auch eine CNC-Maschine oder gibt es CNC wirklich nur als Low Volt? Ja, CNC gibt es nur als Low Volt. Ja, interessant. Interessant. Tja, das heißt, wir werden auf jeden Fall, also die Sachen, die wir als nächstes bauen, ist mindestens ein Kompressor, ein Legierungsofen und eine Schleifmaschine. Extraktor brauchen wir nicht so oft, da können wir auch die LV-Variante benutzen. Aber ne, hier diese Kompressor, Ofen, Legierungsöfen und die Schleifmaschinen sind ja die Sachen, die wir am meisten verwenden, diese vier Dinger. Deswegen würde ich die halt auch schon jeweils mindestens einmal gerne hier haben. Das Problem ist halt, da müssen wir halt auch mindestens alles einmal bauen. Okay, ich mach mal ein paar. Vor allem brauchen wir halt auch jedes Mal einen Trafo und die Trafos sind halt extrem teuer. Ah, gut. Ich schmeiß mal eine Ladung Stahl in den Ofen. Bringt ja eh nichts. Vor allem braucht es sogar schon viel Kupfer. Können wir wenigstens gleich mal gucken, wie schnell der neue Ofen ist. Nein! Ofen. Hui, man kann schon richtig zugucken. Nice. So, wie viel braucht der? Schon 2000 Einheiten. Alter, also mehr als wir hier in der Grundform bereits haben. Das heißt, unsere gesamte Anlage ist bereits mit einem Ofen komplett ausgelastet. Das heißt, ohne Batterien würde gar nichts funktionieren. Ohne Batterien wären wir komplett aufgeschmissen. Interessant. Interessant. Das ist halt das, was ich meinte. Die MV-Geräte, die arbeiten zwar schneller, brauchen aber halt auch mehr Leistung. Weswegen wir halt hier diese Batterien brauchen, um die ganze Sache zwischen zu puffern. Weil wir ansonsten halt komplett gegen Energielimit rennen. Ne? Aber schön, also man kann richtig zugucken, man möchte jetzt tick und tick und richtig so, ne? Nice. Geile Scheiße. So, dann müssen wir das Ganze nochmal aloin. Weil wir brauchen ja das Zeug hier. Kohlestoffbarren. Das heißt, ich nehme nochmal 50 Kohlestaub mit. Da können wir jetzt erstmal 10 Trafos bauen. Ich will jetzt mal ein bisschen auf Vorrat gehen. Gut, das ist vielleicht auch keine gute Idee, weil unsere Kisten sind so schon alle so voll. Dann noch auf Vorrat irgendwas bauen hier. Das ist ja nun der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Hä? Ich wollte doch 50 mitnehmen, nicht 10. Oh. Manchmal, ne? Könnte ich mich selbst hier verkloppen. Oh, wir waren es 51, klar. Ja, so. Danke dafür. So. Sehr schön. So. Dann brauchen wir noch Kupferspulen. Nicht gerade wenig. Wir brauchen pro Trafo. Brauchen wir 10, also wir brauchen insgesamt 20 von diesen komischen Spulen. Von.
Hä, hatten wir nicht noch zwei Spulen übrig oder habe ich die für was anderes verbaut? Ach klar, doch, stimmt, eben für den Ofen. Für den MV-Ofen. Ja. Das heißt, wir müssen die Spulen komplett neu bauen. Macht er nichts. Hä? Warum haben wir nur 44 hiervon? Wo sind die anderen 36? Habe ich die in die Kiste geschmissen? Ja. Nein. Na gut, gucken wir mal nächste Folge. Das wird mir gerade schon wieder zur Katastrophe. Ich hoffe, die Folge geht doch schon eine halbe Stunde. Nicht, dass ich jetzt viel zu früh Feierabend mache. Oh, sogar schon mehr als eine halbe Stunde. Nee. Na dann, bis dann.